Da hat sich mittlerweile von der Operation Titelverteidigung endgültig verabschiedet. Auch für die Rapidler geht es in den letzten Runden dieser Saison um den dritten Platz. Rapids Rückstand auf die Austria beträgt bereits 13 Punkte und deshalb war die Stimmung zuletzt in Wien-Hütteldorf gar nicht gut. Gar nicht so lange her und doch so fern die Zeiten, als das Leben für Rapid ein einziges großes Fest gewesen ist. Die Gegenwart grau in grau, in Hütteldorf herrscht Herbst, wenn eigentlich Frühling sein sollte. Helge Payer, tut mir richtig leid. Natürlich gibt es da viele Puzzlesteine, was da mitspielen. Nur im Endeffekt kann man sich da nur selber rausziehen. Wenn man sich da Ausreden vorgibt, wie wir spielen nicht daheim und vielleicht auch Ball ist zwar oder irgendwas, hilft uns das nicht weiter. Unübersehbar die Probleme, potenzielle Leistungsträger völlig außer Form. Selbst Stützen wie Peter Linke konsequent verunsichert. Wir sind momentan nicht in der Lage, einen guten Fußball zu spielen und versuchen uns einfach Schritt zu Schritt weiterzukommen und vom Spiel zum Spiel schauen und das nächste Spiel zu gewinnen. Ja, das ist momentan nicht so gut, aber okay. Gar nicht so gut, auch die Stimmung, der gepriesene Rapidgeist derzeit, eine hohle Phrase. Wir sind alle schon seit Wochen sehr kritisch. Wir dann uns untereinander teilweise zerfleischen und sagen, warum läuft es nicht. Wir dann nur mehr negativ reden. Im Mittelpunkt der Kritik das Mittelfeld. Martinez noch weit davon entfernt, Hofmann und Ivancic vergessen zu machen. Noch im letzten Frühjahr in Topform, Martinez derzeit völlig von der Rolle. Ursachenforschung. Selbstvertrauen, mangelndes Selbstvertrauen. Sind mehrere Sachen. Der Mannschaftsklima ist nicht so toll wie früher, aber das ist keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede. Der Trainer in dieser Situation extrem gefordert, extrem unter Druck. Die Mannschaft auf der Suche nach sich selbst, Unzufriedenheit bei Zellhofer. Es muss sich jetzt irgendwie eine Hierarchie entwickeln, eine Hackordnung in der Mannschaft und dies aber nicht mit dummen Worten, sondern einfach mit Leistungen auf dem Platz. Also am Platz kann man das am besten beweisen, vor allem auch bei der Trainingseinstellung im Training. Und wenn hier die Mannschaft sich verbessert oder noch mehr in diese Richtung arbeitet, dann kommt auch der Erfolg zurück. Die Frage ist nur wann. Die Geduld der Rapid-Fans, sie könnte schon bald zu Ende sein. Ja, Michael Konsul, wie sieht es mit Ihrer Geduld aus? Was ist los bei dem Ex-Club? Ja, so wie man auch aus den Interviews hört, keiner weiß so recht, wo eigentlich der Wurm drinnen sitzt. Und vielleicht ist gerade das Schlechte, wenn man ununterbrochen bei irgendwem anderen den Fehler sucht und nicht selbst Verantwortung übernimmt und schaut, dass es wieder besser läuft. Man kann nur übers Training und letztendlich über die Spiele wieder zum Selbstvertrauen kommen, weil das Selbstvertrauen angesprochen war. Also da müssen sie sich wirklich selbst aus den Sumpf ziehen, dass es nicht einfach ist, dass man wertvolle Spieler verloren hat, aber man sollte da nicht immer dran denken, sondern man sollte wirklich jetzt einmal schauen, ich habe jetzt die Chance, ich kann mich beweisen, ich kann oder muss Verantwortung übernehmen und was Schöneres gibt es ja fast nicht. Aber die Schuld immer bei wem zu suchen und vielleicht aufeinander loszugehen, wenn das Klima mal vergiftet ist, das ist, glaube ich, das Schlechteste für eine Mannschaft, was es gibt. Rapid kränkelt und das nicht nur sportlich. Ein Magen-Darm-Virus hat in dieser Woche die halbe Mannschaft betroffen. Mario Basener fehlt heute wegen einer fiebrigen Erkältung und jetzt geht es heute in die Südstadt. Sie wissen es aus eigener Erfahrung, das ist ein unangenehmes Pflaster für die Rapidler. Wie viel würden Sie denn heute bei unserem Partner Bett & Win auf die Rapidler setzen? Also nachdem ich die Admira gesehen habe in einem sehr wichtigen Spiel, wie sie dort aufgetreten sind, für Rapid kann es in dem Spiel nur heißen, voll auf Sieg spielen und ich glaube auch, dass sie sich durchsetzen werden. Es ist einfach die bessere Qualität in der Mannschaft und da braucht man nicht jammern, wer jetzt ausfällt oder nicht. Sie müssen dort einfach gewinnen. Aber es wartet immer schwer, wird immer schwer sein für die Rapidler, warum auch immer. Dieses Rätsel werden wir wahrscheinlich nie lösen können. Aber klar ist doch, dass die Admira die schwächere Mannschaft ist. Auf der anderen Seite, wir haben Hubert Baumgartner eben gesehen. Was würde denn ein Sieg gegen Rapid vielleicht für die Admira bedeuten? Ein Startschuss zu einer neuen Aufholjagd? Ja, die Admira war schon so oft abgeschrieben und immer wieder gibt es Chancen im Fußball und das ist ja Gott sei Dank das Schöne. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie selber noch daran glauben, dass da noch einmal ein Startschuss gelingt. Natürlich, wenn man gegen Rapid gewinnt, ist das immer ganz was Besonderes.
Da ist wieder alles möglich. Klar, Selbstvertrauen und Moral kehrt zurück. Aber sie müssen das Spiel einmal gewinnen. Und da gehört schon sehr viel mehr dazu, als was sie bisher gezeigt haben, zumindest gegen Rattersburg. Danke fürs Erste, Michael Konsel. Auf in das letzte Viertel der Meisterschaft in der T-Mobile Bundesliga mit diesen Spielen. Admira gegen Rapid bei Premiere Fußball Live, auch über 90 Minuten. GAK gegen den FC Superfan. Herzlich willkommen zu unserem Topspiel 90 Minuten live hier bei Premiere Fußball International. Admira gegen Rapid heißt die Partie. Zwei Mannschaften, und das kam schon in unserer Vorberichterstattung hinüber, die schon lustiger hatten. Das muss man ganz offen sagen. Und wie es halt so oft ist, in einer an sich schon sportlich schwierigen Situation kommen dann personelle Schwierigkeiten noch dazu. Da wie dort, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Und das zeigt auch die Aufstellung. Bei Admira fehlen mit Flögel, Paschasdeh und Wimmer gleich drei Stammspieler der Viererabwehr, worauf das Duo Baumeister und Baumgartner eine taktische Umstellung vorgenommen hat, setzt auf eine Dreierabwehr, was taktisch einfach unkomplizierter ist für die neu zusammengewürfelte Truppe. Fürthaler feiert hier ein Comeback, Petzl im Zentrum in der Abwehr und Horvath links. Dann ein Fünfer-Mittelfeld mit Thonhofer und Landerl auf den beiden Seiten. Panis und Wagner, die natürlich sehr viel arbeiten müssen, um auch die Dreierabwehr etwas zu entlasten. Und Bjelica hinter den beiden Spitzen. Bule und Saglik, also auch der Türke, heute von Beginn an mit dabei. Das ist Mario Fürthaler. In der ersten Runde kam er gleich zum Einsatz, nachdem er von Untersiebenbrunn geholt wurde. Jetzt hat er 26 Runden warten müssen, bis er die nächste Chance von Beginn an erhält. Aber jetzt ist es soweit für den 21-Jährigen, der auch Ernst Baumeister und Hubert Baumgartner bei den Amateuren der Admira überzeugt hat. Und das ist auch ein junger Mann, dem die Zukunft gehört und der schon zum Stamm Rapid gehört, Veli Kavlak. Rückennummer 17, Alter 17 und heute in einer neuen Rolle. Er hat ja gegen die Admira im vergangenen Jahr sein Debüt gegeben. Aber in der Position, in der ein Georg Zellhofer heute spielen lässt, hat er noch nicht gespielt. Schauen wir auf die Aufstellung der Rapidler. Da sehen wir, was übrig geblieben ist vom Lazarett. Peier im Tor. Die Abwehr, die steht mit Markus Hieden, Martin Hieden, Walachowicz und Adamski dort in stärkster Aufstellung. Dann eine Raute im Mittelfeld mit Garic, Linker spielt den defensiven Part, Korzos links und Veli Kavlak erstmals hinter den Spitzen. Eine doch sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber der kann das, hat der Georg Zellhofer gemeint. Er soll also für den Offensivpart im Mittelfeld sorgen, hinter den beiden Spitzen Acker, Gündüz und Kinzel. Kinzel auch nicht ganz gesund, gilt auch für Markus Hieden, aber definitiv geht es denen besser als den Herrn Dollinger, Katzer, Kulowitz, Martinez und vor allem auch Basiner, der schwer Grippe geschwächt im Bett liegt und auch heute nicht zum Einsatz kommen kann. Dazu kommen verletzungsbedingte Ausfälle, Dober, der aufgrund einer Kreuz- und Seitenbandzerrung 3 Wochen fehlen wird. Und Axel Lavare ist nach seiner Operation auch noch nicht fit. Also schwierige Situation auch bei Rapid. Und das zeigt auch der Blick auf die beiden Ersatzbänke. Ein Quartett ist übrig geblieben bei Rapid. Mit Hedel, Burgstaller, Kienast und Bebel. Mehr konnte Georg Zellhofer heute nicht aufbieten bei diesem Auswärtsspiel bei der Admira. Ja, man kann schon gespannt sein, wie sich die beiden Mannschaften tun. Die eine hat ja 2 Wochen keine Partie gespielt. Das erste Spiel zwischen Rapid und Admira musste ja abgesagt werden im Hanapi-Stadion. Wird nächsten Mittwoch nachgetragen. Louis Hoffmann, heute der Schiedsrichter der Partie, der 40-jährige Salzburger Zahntechniker. Und die Choreografie der Rapid-Fans, die hier natürlich für die Stimmung sorgen. Und für etwas mehr Stimmung, als man sich sonst gewöhnt ist, hier in der Südstadt. Lennart Bjelica, der Kapitän Thomas Mandl und dann die Routiniers haben wir gesehen mit Wagner. Und hier am Schluss Jürgen Panis. Man möchte auch diese, egal wie es weitergeht mit der Admira, unbedingt beim Club halten.
Auch Hubert Baumgartner hat gesagt, er sieht seine Zukunft hier im Club, egal wie es weitergeht. Aber er glaubt noch an diese Mannschaft. Er glaubt noch an die kleine Chance, auch wenn der Rückstand auf Mattersburg 10 Punkte beträgt. Und damit ist man dort wieder angelangt, wo man zu Beginn des Jahres war. Hubert Baumgartner. Blick hinauf oder Blick hinunter in die Red Sox Liga? Das ist die große Frage. Glaubt seine Mannschaft noch daran? Wir werden es wohl in dieser Partie merken, ob sie noch die Aggressivität, die Bissigkeit an den Tag legen kann. Gute Atmosphäre auf jeden Fall. Rund um das Schiedsrichterteam. Und in wenigen Sekunden wird es losgehen. Georg Zellhofer. Ganz schwierige Situation für den neuen Rapid-Trainer. Die Mannschaft hat sich sowieso noch nicht gefunden. Und jetzt muss er auch noch improvisieren und auf so manchen Leistungsträger verzichten. Aber denen geht es nicht viel besser bei der Admira. Nicht da bei der Admira übrigens heute der Präsident, Majid Pishar, der ist in Dubai, dort beim Neujahrsfest, soll am Dienstag zurückkommen. Er war ja der Glücksbringer irgendwie bei der Admira. Dreimal saß er auch auf der Bank und da hat die Admira zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Prompt fehlte er zuletzt gegen Mattersburg und dann gab es diese so empfindliche 0:1 Niederlage. Louis Hoffmann pfeift die Partie an. Nach zweiwöchiger Pause Rapid also wieder im Einsatz. Auf einem Boden, der ihnen zuletzt nicht allzu viel Glück gebracht hat. Hier in der Südstadt haben sich die Rapider in den letzten Jahren immer schwer getan. Garic. Zum ersten Mal geklärt. Veli Kablak und Thomas Mann. Schon abgepfiffen. Mit dem weiten Pass auf Kinzel. Der bringt den Ball am Tormann vorbei, aber auch weit am Tor vorbei. Erste Möglichkeit für Rapid. Der nicht hundertprozentig fehlte, Marek Kinzel hatte sie. Das ist der neue Mann, Mario Fürthaler. Mit 10 Treffern Kinzel, ja der gefährlichste Torschütze. Rapid, auch wenn die Leistungen zuletzt nicht immer gepasst haben beim Tschechen. Ja, diese Admira-Abwehr, die muss natürlich erst zu sich finden. Und Rapid wird danach trachten, die verständliche Unsicherheit in der Anfangsphase, diese Abstimmungsprobleme, vielleicht in eine schnelle Führung zu verwandeln. Das ist Rodan Petzl, Michael Horvath, das Überbleibsel aus der Standardabwehr. Flögel und Pascha Sadeh gesperrt und Gerd Wimmer ist verletzt, hat eine Oberschenkelverletzung sich zugezogen, den Fitnesstest heute Vormittag nicht bestanden. Der Baumgartner wollte auch kein Risiko eingehen, hat aber gemeint, am Mittwoch im Retourspiel im Hanapi-Stadion, da müsste Gerd Wimmer wieder dabei sein. Nenad Bjelica. Sagik, weit hinten, holt sich den Ball.
und abgefangen von Linker. Panis auf Fürtheiler. Wäre heute auf jeden Fall im Kader gewesen. Also nicht nur aufgrund der Personalnot hat Mario Fürtheiler diese Chance bekommen. Zuletzt mit guten Leistungen bei den Admira Amateuren aufgezeigt. Gute Spielverlagerung, der aufgerückte Horvath, und das muss das Tor sein, ist es auch. 1:0, Nino Bulle ist der Torschütze. Vierte Minute. Nicht die Admira-Abwehr zeigt Schwächen in dieser Anfangsphase, sondern die Abwehr auf der Gegenseite. Völlig vergessen. Und letztendlich ist es Nino Bulle, der den Ball am Bayer vorbei hinter die Linie drückt. Landal mit der Vorlage. Jelica kommt nicht an den Ball, aber Bulle steht bereit. Fünftes Saisontor für den Kroaten. Und das ist schon ein etwas überraschender Auftakt. Nach der großen Enttäuschung im Spiel gegen Mattersburg, wo sich die Admira auch schwer getan hat, um offensiv Druck zu erzeugen, wo, wie es Michael Wagner formuliert hat, einfach nicht Fußball gespielt wurde, dass man hier so schnell gegen den Meister in Führung geht. Ja, von Landerl und Thurnhofer erwartet sich das Duo Baumeister Baumgartner einfach mehr Druck über die Seiten, dass sie mehr über die Flanken kommen können, die Admiraner. Da wurde zu viel quer gespielt, vor allem im Spiel gegen die Mattersburger. Und Landerl mit diesem Assist hat das schon beherzigt. Das Gute für uns Zuschauer bei dieser Partie ist, ein Punkt bringt beide Mannschaften nicht weiter. Und jetzt muss sowieso Rapid Farbe bekennen. Englische Woche für die Admira, vor einer Woche daheim gegen Ried 0-0, vor drei Tagen daheim gegen Mattersburg 0-1. Also da reichte es in 180 Minuten zu keinem Tor. Hier haben sie noch 4 Minuten gebraucht und machen weiter Druck. Warum nicht? Jürgen Panis war's. Ein fassungsloser Georg Zellhofer. Er ist Kummer gewöhnt, aber dass das so beginnt, das hat er wohl sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorgestellt. Linker. Freistoß für Rapid. Attacke von Panis an Veli Kavlak. Marco Sieden. Garic, schön gemacht. Aber gut gestartet ist Michael Horvath. Wunderschön! Veli Kavlak mit dieser technischen Feinheit, und beinahe wäre Kinsel noch an den Ball gekommen. Oh, das hat er ganz elegant gemacht. Zwei Admiraler gleich verladen. Wunderschön. Körpertäuschung. Aber kein Problem. Letztendlich für Mantel. War nicht unbedingt zu erwarten, dass wir so einen flotten Beginn erleben bei zwei Mannschaften, denen zuletzt es an Erfolgserlebnissen mangelt. Sehr aggressiv von Michi Wagner und knapp vorbei.
Wir müssen giftig, wir müssen aggressiv spielen, hat Hubert Baumgartner gemeint vor dem Spiel. Das tun sie, die Elfern. In Rot-Schwarz. Erster Eckball für die Admira und Michael Wagner. Für den Ausfall. Na gut. Mal Risiko genommen. Christian Todhofer und verärgert, dass ihm der so abgerissen ist. War zuletzt aber immer einer der Besten beim Tabellenletzten. Fehler von Mandl. Ja, die Admira braucht auch, wenn man noch an das Wunder wirklich glauben will, unbedingt heute 3 Punkte. Da fährt Hessen drüber. Aber auch Rapid darf sich kaum hier Punkteverlust leisten. Der Kampf um den wichtigen 3. Platz, um den Europacup-Platz, der wird ja immer umkämpft. Da haben sich ja neue Vereine im Kampf um diesen Platz 3 angemeldet. Neben GAK, FC Superfahren und Ried ja auch jetzt Tirol und Sturm, die in Reichweite der Hütteldorfer sind. Freistoß für die Admira, Michael Wagner wieder. Ja, nicht ganz sicher. Von Valachovic, nicht bedrängt gewesen, aber dennoch die vorsichtige Variante zum Eckball gelegt. Ja, die Spielpraxis fehlt natürlich den Mitteldorfern. Jelitzer. Und 2:0! Ja, gibt's das! Wieder aus einer Standardsituation und diesmal ist es Maja Sakic. 11. Minute, 2:0 für Admira. Horvath mit der Vorlage, setzt sich beim Kopfball durch. Die Rapid-Abwehr hat hier wieder einmal das Nachsehen. Sagi kommt 3 Meter vor Helge Peier frei zum Ball, erzielt seinen 3. Saisontreffer und bringt Admira 2:0 in Front und das Ganze nach 11 Minuten Spielzeit. Also, wer hätte das gedacht? Schwer angeschlagen, Rapid. So spielt kein Absteiger. Lander, Pole, natürlich wie aufgedreht jetzt, die Südstädter. Abschluss. War Pole noch zuletzt am Ball, kein Eckball. Also das ist wohl der schlechteste Start in dieser Saison von Rapid. Und jetzt muss er mal was nach vorne gehen. Jetzt muss man einmal ins Spiel finden. Erster Eckball zumindest herausgeholt von Akka Gündüz. Und der junge Veli Kablak. Kommt wieder an den Ball. Probiert es 1:1 gegen Gerlitzer, zieht den kürzeren gegen den Routinier. Und bei der Admira läuft jetzt der Ball. Sagik, der Torschütze. Und vorbei am Ball ist da Martin Hieden vorbeigesprungen und Helge Peier verhindert das 0:3. In der 13. Minute wunderschön der Pass von Jürgen Panis und Thonhofer scheitert an Helge Peier. Na, das wär's gewesen. Möglicherweise schon die Vorentscheidung. Noch nicht einmal einer Viertelstunde.
Zweikampfstatistik 65% zu 35 zugunsten der 2:0 in Führung liegenden Adria. Standardsituation ist zuletzt das 2:0 gefallen und beinahe das 3:0. Landerl war es, glaube ich. Noch immer nicht gebannt. Wagner probiert. Buller kämpft sich den Ball. Rapid schwer unter Druck. Im Moment gelingt es den Hütteldorfern überhaupt nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Da fehlt der Mann, der einen kontrollierten Ball einmal spielt. Acker Gündüz. Und der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Zu zweit haben sie ihn hier gestoppt. Aber der Fohle. Da sehen wir es noch einmal. Naja, kann man schon Freistoß geben. Von Petzl weggestoßen worden. Beiden 17er haben wir hier ein paar Laufen gesehen, Thonhofer und Veli Kablak. Zwei Hoffnungsträger im österreichischen Fußball. Aber im Moment mit ganz unterschiedlicher Stimmungslage. Admira im Hoch. Nach einer Viertelstunde steht es 2:0 durch die beiden Sturmspitzen. Nino Bulle und Maja Saglik. Was hat Rapid zu bieten? Einige Unsicherheiten, aber Horvath war doch geklärt. Markus Hieden aber hinter das Tor. Thomas Mandl hatte die schlechtesten Quote, was die erste Saisonhälfte betrifft. Und hat die beste in der Rückrunde. Da führt er mit 81% gehaltenen Bällen. Übrigens vor seinem heutigen Gegenüber, vor Helge Peier. Eine gute Stimmung in der Südstadt. Das ist oft ein Widerspruch in sich, aber die Rapid-Fans nicht entmutigt und die Admirana-Fans, die sind sowieso in Feierlaune. Aber Rapid scheint langsam den Schock zu verdauen. Fehler von Korzsch. Jelitzer. Saglik, sehr beweglicher Türke, auch Nino Bulle, rochiert viel, lässt sich immer wieder zurückfallen. Aber das macht natürlich Kräfte frei, wenn man so in ein Match startet. Foul von Thonhofer. Veli Kablak. Also der ist der auffälligste eigentlich bei Rapid in dieser Anfangsphase. Immer wieder sucht er den Zweikampf. Jetzt Acker Gündüz. Ja, der hat mit seiner Schnelligkeit schon das eine oder andere Mal jetzt für Unruhe gesorgt in der Admira Abwehr. Aber die Südstädter
vor dem Tor effizienter in dieser Anfangsphase. War der dritte Torschuss bei Rapid. 10 bisher bei den Admiralen und das nach 18 Minuten. Also die Führung geht auf jeden Fall in Ordnung. Uhle auf Landal. Viel Druck über links, über Rolf Landal. Garic. Linker. Wagner, Jelica. Das sind natürlich Herren, die sehr gut den Ball halten können. Foul am Kapitän. Hört mir an, Nenad Bielica. Ernst Baumeister. Klang alles nach Phrasen, nach abgedroschenen, nach Durchhalteparolen. Es ist noch nicht alles verloren, wir haben noch eine Chance. Aber wenn man diese Admira so gesehen hat in der Anfangsphase, scheint wirklich die Mannschaft diese Minimalchance, wenn es sie noch wirklich gibt, nützen zu wollen. Einer Körperdrehung hat hier Saglik die Abwehr ausgeschaltet. Zum Fall war es kurioserweise Marek Kinzel, der hinten ausgeholfen hat. Wagner. Sagik. Richtige Entscheidung, das war ein Stürmerfoul. An Markus Sieden. Schöne Flanke und Marek Kinzel schießt den Ball vom Tor weg. Ei, ei, ei. Noch einmal Kinzel. Und Akka Gündüz holt hier den zweiten Eckball heraus für Rapid. Ja, bezeichnend für diese Anfangsphase bei Rapid. Hinten Konfusion und vorne zum Teil stümperhaft im Abschluss. Marek Kinzel, schauen Sie sich das an. Michael Wagner. Horvath ist er mitgegangen. Horvath lässt Markus Hieden stehen, aber in die Hände von Helge Thayer. Da wird wieder protestiert, aber Schiedsrichter Louis Hoffmann meint, das ist mit rechten Dingen zugegangen. Kein Foul an Marek Kinzel. Da sehen wir es noch einmal. Naja, er war mit der Hand dran. Aber es wird abseits entschieden. Abseits wird entschieden. Glück für die Admira. Aber gut gesehen,
vom ersten Assistenten von Christian Strutz. Knapp in Abseitsposition Marek Hinzl. Er wurde an seinem Leiberl ein bisschen gezupft. Aber Rapid wird gefährlicher. Ist angekommen in dieser Partie. Marek Hinzl. Er bemüht sich viel. Läuft viel, aber vor dem Tor noch glücklos. Drei Tore in vier Spielen ist die Bilanz von Rapid unter Georg Zellhofer. Das ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Acker Gündüz. Wieder Acker Gündüz. Kavlak. Das geht zu langsam bei Rapid. Da kann sich die Admira Abwehr gut formieren. Und das war eine Attacke an Maja Saglik. Und die erste gelbe Karte sieht Veli Kavlak. Aber der spielt frech, der spielt sehr aggressiv und der traut sich auch was. Da war es ein wenig zu viel. An Aggressivität, keine Frage. Also die gelbe Karte geht in Ordnung. Rapid kann man mittlerweile auch schon von einer Dreierkette sprechen. Adamski mehr oder weniger ins Mittelfeld aufgerückt. Man muss einfach jetzt mehr riskieren und das war eine ziemlich böse Attacke von Petzl an Acker Gündüz. Zweite gelbe Karte im Spiel und auch die geht in Ordnung für den Bosnier. Seine vierte schon. Also die ist dunkelgelb, die ist dunkelgelb. Da kann das sogar rot sehen. Glück für den Herrn, dass er weiterspielen darf. Und nicht nach 26 Minuten raus muss. Rapid erhöht auf jeden Fall den Druck. Und Veli Kavlak scheint der neue Mann für Standardsituationen. Ja, das ist nicht der Schuss, mit dem man sich Selbstvertrauen holt. Knapp vorbei an der Eckfahne. Georgi Galic. Aber Rapid hat sich vom Schock erholt. Und hat jetzt mehr Spielanteile, logischerweise auch, zieht sich die Admira jetzt etwas mehr zurück, kann im eigenen Stadion hier auf Konter spielen. Peter Linka. Er hat bisher alle 5 Zweikämpfe verloren, er findet noch gar nicht in diese Partie. Wieder Acker Gündüz, aber der Ball ist auch für den schnellen
Mohamed Akakündis. Zu weit. Zurückgepfiffen. Freistoß für die Admira. Mario Fürthaler macht rechts in der Dreierabwehrkette seine Sache bisher gut. Ja, da ist Tonhofer umgeknickt, glaube ich. Denkknöchel. Da haben wir noch einmal die übermotivierte Einlage von Adamski. Dann steigt er ihm hinten auf den Fuß. Schauen Sie sich das an. Das ist natürlich doppelt unglücklich. Hat schlimm ausgesehen, aber Christian Tonhofer kann weiterspielen. Gott sei Dank. Nichts passiert dem 20-Jährigen. Halbe Stunde um. Die Admira führt für meinen Geschmack mittlerweile etwas zu hoch mit 2:0 gegen Rapid. Nach einem fulminanten Start. Nach 11 Minuten war dieser Spielstand schon gegeben. Rapid, langsam aber sicher. Mit dem Vorwärtsgang. Hat mehr vom Spiel jetzt, ohne allerdings bisher Zählbares zustande zu bringen. Admira hat auch zurückgeschaltet. Beschränkt sich nur darauf, das Ergebnis zu verwalten. War die Hand dabei von Christian Tonhofer. Gefährlich abgefälscht. Nein, das war nichts. Beide am Ball vorbeigesprungen, Betzel und Kinzel. Nein. Haben beide ein wenig gerempelt, aber ohne Chance auf den Ball. Louis Hoffmann, ein Schiedsrichter, der so schnell Elfmeter gibt, hat noch keinen einzigen in dieser Saison gegeben. Nena Belica, bisher übrigens eine makellose Zweikampfstatistik, 9:0. Der Kapitän des Tabellenletzten. Rapid natürlich in einer Zwangslage, man darf sich hinten jetzt keinen Schnitzer mehr erlauben. Bei den immer seltener werdenden Angriffen der Admira, denn ein 3:0, das wäre wohl kaum mehr aufzuholen. Fehler von Tonhofer und ein Foul noch hinten rein. Freistoß für Rapid und jetzt Garic wieder. Mit viel Ballkontakten, aber noch wenig Effizienz. Nino Bulle kommt an Markus nicht vorbei. Rapid-Abwehr steht jetzt. Aber sie hat sich eine Viertelstunde zu spät gefunden. Abseits. Glatt rasiert
Nenad Belica. Aber nicht nur deswegen wirkt er heute besser als zuletzt. Gegen Mattersburg kam er überhaupt nicht zur Entfaltung. Heute ist er wieder die Schaltstelle bei der Admira. Wagner. Auf Bule. Immer noch Bule. Gestoppt von Martini. Für Thaler, Tonhofer. Ja, die Admira-Fans werden sich fragen, warum nicht schon im so wichtigen vorentscheidenden Spiel gegen Mattersburg diese Aggressivität, wie heute von Beginn an gegen Rapid. Aka Gündüz kann sich nicht durchsetzen. Und der Admira bekommt den Freistoß nach Foul an Sacke. So richtig geprüft wurde er noch nicht. Linker. Mächtiger Einsatz von Sagic. Ah, der Pass war schlecht. Aber Lander setzt sich da durch gegen drei Rapidler. Aber da wird auch nicht genug attackiert. Zusammenstoß im Strafraum. Martin Hieden und Nenad Bjelica davon betroffen. Mit dem Kopf zusammengestoßen. Und wir noch einmal den tollen Einsatz von Landal, der von drei Rapidlern nicht gestoppt werden kann. Und dann krachen hier Hieden und der heranbrausende Bjelica aneinander. Aber Landal sehr aktiv, einer der Besten in dieser ersten Hälfte auf dem Platz. Und das sehen wir, blutverschmiert, sofort ein Cut abbekommen, Martin Hieden. Und das ist natürlich ganz besonders bitter für Georg Zellhofer, denn die Alternativen halten sich in Grenzen. Ich erinnere nochmal daran, drei Feldspieler hat er auf der Bank und der einzige Abwehrspieler ist Thomas Burgstaller. Radek Bebel könnte auch natürlich zum Einsatz bringen. Und es wird noch intimer auf der Ersatzbank, denn Martin Hieden wird wohl nicht weiterspielen können. Auf dem Weg in die Kabine. Der hat einen kleinen operativen Eingriff vor sich. Also Rapid nicht wirklich im Glück. Nenad Bjelica scheint da glimpflicher davon gekommen zu sein. Den brummt nur wahrscheinlich etwas der Schädel. Bekommt einen Turban verpasst. Und vorerst geht es einmal 10 gegen 10 auf dem Spielfeld weiter. Thomas Burgstaller wird wohl für Martin Hieden ins Spiel gebracht werden.
Die letzten Reserven werden angegriffen bei Rapid. Ja, beinahe schief gegangen, der weite Ausflug von Thomas Mandl, aber etwas im Glück. Und auch da liegt Marek Kinzel im Strafraum der Admira. Der etwas härteren Attacke zuvor gibt es ein paar Zärtlichkeiten vom Admira-Torhüter. Aber auch Marek Kinzel steht wieder. Einmal kräftig durchschütteln und dann geht's weiter. Ja. Ging mit fairen Mitteln zu, aber hat da den mächtigen Oberkörper von Thomas Mandl zu spüren bekommen. So. Musst du schauen, ob es geht. Also, Nenad Bjelica sagt dem Schiedsrichterassistenten, was er zu tun hat. So gehört sich. Nenad Bjelica wieder zurück im Spiel und der Mann ist neu im Spiel. Thomas Burgstaller kommt für den verletzten Martin Eden. Und da sehen Sie es. Wie viel Platz Roman Kienast auf der Ersatzbank hat, der könnte sich dort wirklich gemütlich machen, sich ausstrecken. Zwei hat er noch, zwei Feldspieler. Roman Kienast und auch noch Radek Bebe, der auch schon aufgewärmt hat. Und der Mann mit dem Turban, Nenad Bjelica. Elegant gelöst von Horvath. Ab dann der Feldpass. Linker. Ja, sehr eng macht die Admira den Raum. Ganz schwierig für die Hütteldorfer da durchzukommen. Und dann gibt es schnell den Gegenstoß über Bole Saglik. Er hat viel Platz. Was macht er? Er wollte das ganz elegant machen, aber zu weit draußen und begnügt sich mit dem Eckball. Der fünfte bereits für die Admira. Erst zwei bei Rapid. Helge Peyer, der neue Kapitän bei Rapid, hat schon viel schönere Zeiten erlebt im grün-weißen Dress. Ja, sehnsüchtig werden sich die Rapid-Fans zurückerinnern. Vor knapp einem Jahr gab es hier in der Südstadt einen 1:0-Erfolg, damals durch ein Handtor von Ferdinand Feldhofer in der Nachspielzeit. Und das ebnete Rapid den Weg zum Meistertitel. Nicht einmal ein Jahr her. Und jetzt liegt man 0:2 zurück und ist drauf und dran, Boden auch um Platz 3 in der Tabelle zu verlieren. Marek Kinzel kann nichts aus dieser Situation machen. Thomas Mandl. Ganz genau markiert. Kinzel hat Sonderbewachung von Srdan Petzl.
Sehr beweglich, die beiden Stürmer bei der Admira, leisten auch viel Defensivarbeit, Bule und Saglik. Und Nenad Bjelica. Immer wieder mit dem Blick für den freien Mann. Panis, Bjelica. Nimmt immer wieder das Tempo raus. Aber Horvath lässt sich da auf nichts ein. Mandl. Ah, das war ein bisschen zu viel des Guten bei der Admira. Zu viel an destruktivem Spiel. Rapid braucht ein Erfolgserlebnis. Veli Kavlak holt einen Freistoß raus. Die letzten Sekunden in der regulären Spielzeit der ersten Hälfte laufen. Es gibt noch eine dritte gelbe Karte in dieser ersten Hälfte. Michi Wagner sieht sie. Auch für ihn persönlich die dritte gelbe in dieser Saison. Rapid, die gefährlichste Mannschaft in Standardsituationen, kann aber auch Steven Freistoß auch nichts machen. Kinzel war, glaube ich, mit dem Kopf dran, aber konnte den Ball nicht wirklich kontrollieren. Minuten werden nachgespielt. Das geht auch in Ordnung. Es gab doch die eine oder andere längere Unterbrechung, vor allem nach dem Zusammenstoß zwischen Bjelica und Martin Hieden. 4 Minuten noch Zeit, oder jetzt sind es etwas mehr als 3 nur noch für Rapid, den Anschlusstreffer zu erzielen und mit mehr Selbstvertrauen in die zweite Hälfte zu gehen und mit mehr Chancen dieses Spiel noch umzudrehen. Aber die Lufthoheit haben die Niederösterreicher im eigenen Strafraum bisher. Linker. Ja, mit Flanken ist bisher der Admira-Abwehr nicht beizukommen. Ja, da blieb Adamski nicht viel übrig. Das Vorchecking der Offensivkräfte der Admira hat keinen Pass gelassen. Und jetzt holen sie sich diesen Outeinwurf quasi heraus. Mittlerweile hat Rapid mehr Ballbesitz als Admira, aber logischerweise nach der ersten Viertelstunde, nach dem Schock der 0:2, den 0:2 Rückstand, hat natürlich Rapid das Spiel gemacht und die Admira nur noch reagiert. Gute Idee von Bjelica, gerade noch abgefangen von Markus Hieden. Mino Bule. Zwei schnelle Tore durch Nino Bule und Mahir Saglik. Dann hatten sie noch eine große Chance durch einen Schuss von Christian Thonhofer. Aber seither offensiv nicht mehr viel los bei Admira. Allerdings mit einer sehr souveränen Verwaltung des 2:0 Vorsprungs. Defensiv steht man bisher gut. Hatte das eine oder andere Mal Glück bei einer knappen Abseitsstellung. Rapid überlegen seit rund 25 Minuten, aber gefährlich.
glücklich sind die Hütteldorfer noch nicht so wirklich. Garic. Kavlak. Technisch sehr gut. Schön gespielt auf Kinzel. Akar Gündüz. Noch immer Akar Gündüz, aber der Haken war zu weit. Das war's wohl. Letzten Sekunden laufen. Der Pausepfiff von Louis Hoffmann. Die Admira, der Tabellenletzte, führt gegen Rapid durch einen fulminanten Auftakt und eine schnelle 2:0-Führung, eben mit diesem Start nach 45 Minuten. Und wir geben ins Studio. Georg Zellhofer kann es nicht fassen. Rapid liegt zur Pause in der Südstadt bei der Admira mit 0:2 zurück. Und es hätte noch schlimmer kommen können für den Meister. Ja, Michael Konsel, wie ist diese desolate Vorstellung der Rapidler zu erklären? Unglaublich schlechte Leistung von Rapid. Auch unglaublich, wie die Admira heute kämpft, wenn man sie gegen Mattersburg gesehen hat. Das sind ja Welten. Und da ist es um alles gegangen und heute muss man auch sagen, Rapid vollkommen verloren. Also die rennen wir herum, keine Zuordnung stimmt, kein Spielaufbau. Also da fehlt alles, was zum Fußballspiel gehört. Der Tabellenletzte Admira führt also zur Pause gegen Rapid mit 2:0 und das hochverdient. Vielleicht wird es ja heute auch noch in der Südstadt spannend. Es schaut allerdings nicht danach aus, denn die Admira führt zur Pause gegen Rapid und das hochverdient mit 2:0. Das 1:0 bereits in der vierten Spielminute. Dieser herrliche Pass von Jürgen Panis hinüber auf die linke Seite auf Rolf Landerl, der perfekte Stangelpass, und da kommt Nino Bule und der trifft nach exakt 1099 Minuten wieder in der Bundesliga. Aber das geht ganz einfach, Michael Konsel. Das geht viel zu leicht. Das war zwar eine sehr schöne Aktion. Landerl nimmt ihn auch gleich direkt, was ja nicht einfach ist. Und der Bulle hat dann sehr viel Glück, muss man schon sagen. Aber wie die Rapidler aufgetreten sind, das ist eine Katastrophe. Also so schlecht habe ich sie noch nie gesehen. Da müssen sich viele ändern. In der vierten Spielminute das 1:0. In der elften Spielminute stand es bereits 2:0 für den Tabellenletzten. Der Eckball von Nenad Bjelica. Dann gewinnt Michael Horvath das Kopfballduell und Mahir Saglik ganz alleine vor Helge Peier. Ja, entscheidend war das Kopfballduell. Das gewinnt der Horvath ganz klar für sich. Dann steht noch Saglik ganz alleine und macht es auch sehr gut. Das ist nicht so leicht gewesen. Den muss er direkt übernehmen und trifft ihn genau rein. Aber ansonsten muss man sagen, hochverdient. Wie leid tut Ihnen Rapid-Stormann Helge Peier heute? Mir tut Rapid leid, dass sie überhaupt keine Mittel haben gegen so eine Admira, die ja sicher besser spielt, aber nicht überragend. Und phasenweise sind sie so in die Defensive gedrückt, das schaut ganz schlecht aus heute. Helge Peier, der Rapid-Tormann, Matthias Volkmann hat mit ihm in der Südstadt gesprochen. Die Admira zweikampfstark, sehr bissig, Rapid bis jetzt noch nicht wirklich. Wieso? Alles, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt genau. Nur das einzige Wichtige ist jetzt, wie es in Martin Hieden geht, das interessiert mich jetzt. Der Rest ist jetzt uninteressant. Trotzdem, ganz kurz noch, zweite Spielhälfte. Wer muss jetzt auf den Tisch schauen, dass in der zweiten Spielhälfte noch was passiert? Es muss nicht einer am Tisch schauen, es müssen alle am Tisch schauen. So hat die Admira war um 5 Klassen besser wie wir. Nicht nur im Zweikampfverhalten, sondern auch spielerisch. Das ist einfach zu wenig und jetzt werden wir schauen, was in der Kabine passiert. Gute Besserung an den Martin Hieden, danke. Retour zur zweiten. Ja, in Kürze erfolgte der Anpfiff zur zweiten Spielhälfte. Nenad Bjelica beißt die Zähne zusammen und wird mit Turban dieses Spiel vollenden. Da haben wir noch von Martin Hieden den Gang hinaus. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, ins Lorenz-Böhler-Spital zur Röntgenuntersuchung. Wir wünschen ihm natürlich das Beste, dass er bald wieder zurück ist und dass er keine Ehrgeizverletzung bei diesem Zusammenprall mit Bjelica nach sich zieht. Ja, sie sorgen noch einmal für Stimmung, die Rapid-Fans. Es wäre Zeit, dass die Mannschaft wach wird. Wir waren um 5 Klassen schlechter, hat Helge Peier gemeint. Da hat er ein bisschen übertrieben. So schlimm war es nicht, aber es war schlimm genug. Keine Wechsel auf jeden Fall bei beiden Seiten. Auch der Schiedsrichter ist der gleiche. Louis Hoffmann pfeift an. Die zweiten 45 Minuten. K.
kann Rapid noch einmal diesem Spiel eine Wende geben? Viele Möglichkeiten von außen einzuwirken hat Georg Zellhofer nicht mehr. Er hat nur noch zwei Feldspieler mit Roman Kinast und Radek Bebel. Alles klar. Und es geht los. Jener Roman Kinast, der übrigens das einzige Tor Rapid in den bisherigen beiden Spielen gegen Admira erzielt hat. Ja, einige Probleme von Horvath und dann war ein Foul von Marek Kinzel dabei. So, dann Petzl hat für Horvath geklärt. Ja, dieser Roman Kinast hat beim 1:1 in der Südstadt den Ausgleich erzielt in der Nachspielzeit. Und im Hanapi-Stadion gab es ja damals den überraschenden 1:0 Auswärtssieg der Admira. Damals ein Eigentor von Garic, das die Entscheidung gebracht hat. Damals war Rapid sehr ausgelaugt, sehr müde nach dem harten Champions League Auftritt gegen Bayern München. Aber von Champions League Zeiten ist man weit entfernt. Und müde kann die Mannschaft nicht sein. Zwei Wochen sind vergangen seit dem letzten Spiel gegen Ried, wo man im Innviertel ja 0:0 gespielt hat. Sechster Eckball, der erste in Hälfte 2 für die Admira. Einige kleinere Wurfgeschosse von den Rapid-Fans aufs Spielfeld geschleudert. Auch Bier ist da geflossen. Und Marek Kinzel als Turm in der Schlacht vor Helge Peiers Tor klärt er hier. Ein gestrecktes Bein. Muss Freistoß für die Admira geben. Auch wenn er noch so schimpft. Marcin Adamski, die Entscheidung geht in Ordnung. Und das ist eine gute Distanz für den Herrn mit dem Turban. Na, Gott sei Dank hat er mit dieser Einlage nicht Bielica getroffen. Da hat es schon schlimme Verletzungen gegeben. Bule, Bielica, Landerl stehen beim Ball. Aber eigentlich sollte das Kapitänssache sein, ist es auch, aber der Ball abgefälscht. Aber Helge Peier kann den siebenten Eckball nicht verhindern. Ihn trifft keine Schuld bei den Gegentreffern. Seine Vorderleute waren noch nicht wach, waren noch nicht im Spiel. In den ersten 11 Minuten zumindest. Michael Wagner, gut gespielt in der ersten Hälfte. Da hechtet sich Landerl hinein. Das gibt noch einen Eckball. Den achten. Naja, mit Schwierigkeiten und Nenad Bjelica hat viel Zeit, um diesen Ball zu kontrollieren, aber verzieht. Gelbe Karte jetzt für Jürgen Panis. Diesem Foul an
Korsos bei dem Kopfballduell. Schiedsrichter hat, glaube ich, gedeutet zum wiederholten Male. Also, das war relativ harmlos. War vielleicht wegen der Kritik danach. Das Foul selbst war auf jeden Fall nicht gelbwürdig. Ja, er kann sich immer noch nicht beruhigen, Jürgen Panis. Da war er diesmal selbst Opfer. Der bringt den Ball nicht weg, aber der Pfiff von Schiedsrichter Hofmann kommt dazwischen. Und der Jürgen Panis sollte sich ein bisschen jetzt langsam wieder beruhigen. Sonst gibt es gleich noch eine gelbe und das wäre dann gelb-rot. Aber die Einstellung der Admira, die passt, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Diese Mannschaft gibt sich noch nicht auf. Das kann man ganz deutlich sagen. Bleibt auch Zeit für das eine oder andere Gusto-Stückel. Schön gespielt von Kablak auf Linka. Auch der Pass war gut, aber aufgepasst. Ball war schon hinter der Torwartlinie. Garic hat ihn nicht mehr erwischt. Da haben wir noch einmal den Fersentrick von Nino Pule. Ja, bleibt die Admira der Angstgegner von Rapid. Gegen keine andere Mannschaft hat Rapid in den letzten Jahren so oft verloren wie gegen die Admira. In den letzten zweieinhalb Jahren gab es 5 Niederlagen. Wieder was. Landal, der für sehr viel Druck sorgt. Jetzt wieder mehr positive, offensive Akzente setzt als gegen Ende der ersten Hälfte. Burgstaller, Linker, gut gelöst. Aber dann der Fehler von Adamski. Ah, das sind klare Zeichen von Unsicherheit, von mangelndem Selbstvertrauen. Korsos direkt zum Gegner. Ihm fehlt natürlich auch die Matchpraxis. Gergi Korsos zum ersten Mal in diesem Jahr von Beginn an dabei. Und eher mit Radek Bebel gerechnet im Mittelfeld. Ist zwar ganz nett anzuschauen, aber wenig Raumgewinn bei Rapid. Aber die Admira attackiert auch weiterhin sehr früh, lässt kein
Angriffsspiel, kein konstruktives von Rapid zu. Und das war eine klare Entscheidung. Gestrecktes Bein von Michi Wagner und ganz ruhig Thomas Mandl. Da haben wir Marek Kinzel, der sich auch nicht wirklich durchsetzen kann. Er hatte seine zwei Möglichkeiten. Eine war wirklich groß, die hat er stümperhaft vergeben, als er allein zum Schuss kam im Strafraum und dann den Ball vom Tor wegschoss, als aufs Tor. Ein Foul dabei, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, aber die Admira holt sich sowieso den Ball. Kann sich hier ohne größere Anstrengung in der Hälfte von Rapid wieder festsetzen. Und schauen Sie, wo der Marek Kinzel ist. Der gehört eigentlich nach vorne. Jetzt leitet er den Konter ein. Akar Gündüz. Noch immer Akar Gündüz. Aber es bleibt dabei mit hohen Bällen. Fehlanzeige bei Rapid. Mehr Gefahr ging in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte von Admir aus. Wenn auch in diesen ersten 11 Minuten im Gegensatz zur ersten Hälfte nicht zwei Tore fielen. Es steht weiterhin 2:0 durch die Tore von Bule und Saglik. Und er kann mehr als zufrieden sein bisher mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Hubert Baumgartner. Veni Kavlak, einer der Lichtblicke in Grün-Weiß, der 17-Jährige. Vielleicht jetzt einmal. Jetzt Akar Gündüz. Linker. Und an diesem Ball kommt Markus Hieden nicht mehr ran. Nichts Neues. Rapid lässt jegliche Gefährlichkeit vermissen. Es krankt wohl schon im Aufbau, im Mittelfeld. Ein Peter Linker, der in der Premiere-Statistik noch immer als zweikampfstärkster Mittelfeldspieler geführt wird, hat heute eine schreckliche Zweikampfstatistik. Nur 25% seiner Zweikämpfe gewonnen. 5 von 20. Das ist zu wenig. Und dann kommen mit Garic und Kaujos zwei Mittelfeldspieler, die einfach nicht die Akzente setzen können, wie es halt einst Hoffmann oder Ivancic getan haben und deren Fehlpassquote um die 40% liegt. Das ist auch zu hoch. Aber all diese Statistiken könnten natürlich über den Haufen geworfen werden, wenn Rapid ein Erfolgserlebnis gelingt in Form eines Tors, in Form eines Anschlusstreffers. Das würde sicher noch neue Kräfte freimachen beim Meister, aber man war zuletzt weit davon entfernt. Ja, Akar Gündüz versucht es einmal mit Gewalt.
Garic. Und Admira gelingt es weiterhin, hinten die Räume sehr eng zu machen. Gibt kein Durchkommen. Guter Einsatz, diesmal von Linker gegen Bielica. Kinzel. Fersler kommt nicht an. Kann gespannt sein, ob Georg Zellhofer Roman Kinas bringen wird. Als weitere Offensivkraft. Viel zu verlieren hat er bald nicht mehr. Denn ob 0-2 oder 0-3, das wäre dann auch schon egal. Da haben wir verwaiste Ersatzbank gehabt. Ah, da ist Aka Gündüz ausgerutscht, war kein Foul von Sredan Petzl. Roman Kinas, hab schon angesprochen, ja, wärmt schon auf. Ebenso wie Radek Bebel, die zwei letzten Feldspieler, die er noch ins Spiel bringen kann, Georg Zellhofer. Horzsos, zu umplatziert. Der Ungar weit von seiner Bestform entfernt. Links eigentlich die Schokoladenseite bei Rapid. Da geht nicht viel. Adamski und Horzsos können nach vorne keinen Druck entwickeln. Ah, das Niveau des Spiels hat nachgelassen nach der Pause. Rapid ist nicht imstande, den Gegner unter Druck zu setzen und die Admira doch jetzt vor allem auf Zerstören aus. Kann mehr als zufrieden sein. Und auch der Pass zu weit von Burgstaller auf Adamski. Schön gemacht von Michael Wagner, zählt heute auch zu den Besten. Kinzel. Abstoß. Burgstaller zurück zu Helge Peyer. Wenig Bewegung bei Rapid im Spiel. Das ist alles zu statisch. Kinzel, der rackert wirklich viel, geht große Laufwege. Ah, da war ein Foul dabei und jetzt gibt es auch Freistoß für Rapid nach diesem Foul an Marek Kinzel. Horvath hat sich da aufgestützt. Und jetzt eine gute Freistoßdistanz für Rapid. Das wäre was für Steffen Hoffmann. Aber der ist ja nicht mehr da. Oder für Andreas Iwanschitz. Aber der ist auch nicht mehr da. Es wird noch ein bisschen brauchen bei Rapid, bis man würdige Nachfolger gefunden hat.
Josef Vlachovic, der kann das auch. Auch schon in der Nationalmannschaft das eine oder andere Mal bewiesen. Aber das war dann Burgstaller und das war nicht erste Güteklasse. Willi Kavlak, einer der Besseren bei Rapid, bemüht sich sehr, der 17-Jährige, auch in seiner neuen Rolle hinter den beiden Spitzen. An ihm lag es nicht, dass bisher so viel daneben gegangen ist beim Spiel des Meisters. Es wird gleich zu einem Wechsel kommen, nicht bei Rapid, sondern bei Admira. Bernhard Schachner, zuletzt auch gut gespielt, einer der Besseren, wird in Kürze für Nenad Bjelica kommen. Kavlak diesmal mit dem Ballverlust und die Admira über Tonhofer. Ja, konstruktiv nach vorne geht nicht mehr viel beim Tabellenletzten. Aber gefordert ist Rapid, nicht die Admira. Linker findet keinen Anspielpartner, keine Anspielstation. Und dann folgt halt sowas. Jetzt ist es soweit, Bernhard Schachner für Nenad Bjelica in der 67. Minute. Und auch bei Rapid wird ein Wechsel vorbereitet. Der Mann mit dem Turban geht raus. Mit Brummschädel. Und Bernhard Schaffner kommt für ihn. Und bei Rapid kommt Roman Kienast für Peter Linker. Also, wie ich schon angekündigt habe, Georg Zellhofer, was soll er auch anderes machen? Muss noch ein Schäuferl dazulegen, muss zumindest einmal nominell noch ein bisschen mehr Risiko nehmen und gibt einen dritten Stürmer mit Roman Kienast ins Spiel. Ein defensiver Mittelfeldspieler für ihn raus. Neuer Kapitän übrigens, nachdem Nenad Bjelica das Spielfeld verlassen hat, Jürgen Panis. Und das verdient er auch heute, einer der Besten, überall zu finden. Mit Michi Wagner räumt er so richtig auf und entlastet damit die Abwehr deutlich. Da ist er wieder am Ball, der neue Kapitän. Landal wirkt mir schon etwas müde. Auch viel gelaufen und da ist erstmals Roman Kienast am Ball und holt einen Eckball heraus. Den dritten. Mehr als die Hälfte der zweiten Spielhälfte ist um. Immer noch 2:0 für die Admira und immer noch warten wir auf die erste Großchance von Rapid in Hälfte 2. Nütteldorfern fällt nichts ein gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Niederösterreicher. Bewegung nur auf den Rängern. Die Rapid-Fans haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das war, glaube ich, eine faire Attacke von Christian Tonhofer an Adamski. Ball gespielt
aber auch den Mann getroffen. Naja, enge Entscheidung. Kann man geben. Kienast hat sich da im Kopfballduell durchgesetzt, aber ohne gefährlich zu sein. Ein Wort zum Thema Zuschauer. Sehr erfreulicher, dass die Millionengrenze an Zuschauern bereits nach 27 Bundesliga-Runden überschritten wurde und man drauf und dran ist, einen neuen historischen Bundesliga-Zuschauerrekord in dieser Saison aufzustellen. Hauptanteil haben natürlich die Salzburger, die auch in der Rangliste klar führen mit über 15.000 Zuschauern Schnitt. Dann kommt schon Rapid mit 12.800. Das ist immerhin noch ein Plus von 4% zum Vergleich des Vorjahres, wo man ja immerhin Meister wurde. Noch erstaunlicher ist, dass die Admira, das ist nicht sehr verwunderlich, zwar an letzter Stelle liegt, aber mit 2.700 Zuschauern ein Plus von 21,5% aufweist. Da haben sich nur die Salzburger noch mehr gesteigert. Das ist schon erstaunlich. Aber natürlich, absolut gesehen, haben sie am wenigsten beigetragen zum großen Zuschauerboom in der Bundesliga in diesem Spieljahr 2005-2006. Zurück zum Spiel nach diesem Foul an Saglik. Einer der vielen, die heute am Abend mit Kopfschmerzen ins Bett gehen werden, gibt es Freistoß für die Admira. Roman Kienast, der Schuldige. Saglik. Längerer Zeit wieder mal ein Schuss auf in Richtung Rapid-Tor. Naja, wie war so die Durchhalteparole von Hubert Baumgartner? Vielleicht tun wir uns ja gegen die Großen leichter. Eigentlich eine Woche ganz nach dem Geschmack der Admira. Heute Rapid, am Mittwoch Rapid und am nächsten Samstag die Wiener Austria auswärts im Rohrstadion gegen den Tabellenführer. Von der Papierform lauter ganz schwierige Aufgaben. Dreimal gegen Wiener Großklubs. Die erste Aufgabe scheint man perfekt zu lösen. So schaut es zumindest 18 Minuten vor dem Ende aus. Noch immer 2:0 für die Admira. Schönes Solo war das von Landal, aber die Flanke von Nino Pule findet keinen Abnehmer. Ja, Rapid wirkt mir irgendwie tot. Die Mannschaft bringt einfach keinen Druck zusammen. Im Gegenteil, die nächste Chance für die Admira, vielleicht durch den 9. Eckball. Aber das spielt sich wohl eher bei Rapid im Kopf ab. Und in Kürze wird sich etwas ganz Außergewöhnliches ereignen. Radek Bebel wird für Gyorgy Korzos ins Spiel kommen. Das an sich noch nicht so außergewöhnlich. Aber mit Radek Bebel kommt der letzte Feldspieler, den Georg Zellhofer noch zur Verfügung hatte, ins Spiel. Für den sehr enttäuschten Korzos. Aber wie gesagt, da muss man vielleicht die mangelnde Spielpraxis entschuldigend anführen. Also, man kann Georg Zellhofer nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht hat. Mehr Spieler hat er nicht. Raimund Hedl wäre noch draußen. Der Zweier-Torhüter.
Bernhard Schachner, der neue Mann, der rechts in der Abwehr jetzt aushilft. Und der erste Schuss aufs Tor von Helge Peier seit langer Zeit. Ja, die Abwehr der Admirer steht weiterhin gut. Jetzt Kienast. Immer noch Kienast. Immer noch Kienast. Bringt den Ball zur Mitte und Akakündis trifft ihn nicht. Ein Lebenszeichen von Rapid zu Beginn der Rapid-Viertelstunde. Gut gemacht von Kienast. Schöne Hereingabe und Akakündis haut daneben. Radek Bebel, der neue Mann, Thomas Burgstaller, auch er nicht von Beginn an dabei gewesen. Der Hinweis auf morgen 15.10 Uhr, der erste gegen den zweiten, Austria gegen Salzburg. Nicht nur was die Tabellensituation betrifft, ein hochbrisantes Duell. Also sich das entgehen lassen, liebe Fußballfans, dann sind sie selber schuld. Da wird sicher heiß hergehen. Damit es hier noch heiß hergeht, da müsste Rapid jetzt schon noch einiges zulegen. Aber selbst den optimistischsten Fans in Grün-Weiß fehlt da langsam der Glaube wohl. Zehnter Eckball. Auch in dieser Statistik führen sie ganz klar nur drei bei Rapid. Und der nächste Eckball folgt sogleich. Eins kann man wohl schon sagen. Dieses vierte Ligaspiel hintereinander unter Georg Zellhofer ohne Sieg bei Rapid, denn drei Tore wird wohl Rapid in diesen letzten 13 Minuten nicht mehr machen. Aber im Moment ist man auch von einem Punkt weit entfernt. Landerl gegen Markus Hieden und schauen Sie sich das an. Marek Kinzel wieder vor dem eigenen Strafraum. Jetzt einmal eine Aktion über mehrere Stationen und dann kommt der Fehlpass von Jadik Georgios. Und da hat die Rapid-Abwehr kurz nicht aufgepasst, aber zu weit. Der Pass war auch schon abseits. Stellung angezeigt worden. Roman Kienast. Georgios hinüber zu Bebel. Jetzt hat er etwas mehr Platz. Bis auf Nino Pule. Alle Admiraner vor dem Strafraum. Neun an der Zahl. Er ist einsam vorne. Und auch bei der Admira wird es noch einen Wechsel geben. Hoffer wird kommen. Der junge Stürmer aus Österreich. Er kommt für die Nummer 27. Sie sehen, es wird angezeigt. Mahir Saglik raus, der Türke. Torschütze zum 2:0. Hat die Rapid-Abwehr ganz schön beschäftigt vor der Pause. In der zweiten Hälfte war nicht mehr allzu viel von ihm zu sehen. Aber er hat seine Schuldigkeit getan und verlässt nach knapp 80 Minuten das Spielfeld. Erwin Hoffer erhöht das Österreicher Kontingent
mittlerweile nur noch zwei Legionäre im Spiel mit Petzl und Bulle. Also in der Aufstellungsvariante orientiert man sich schon ein wenig in Richtung Red Sack Liga. Dort sind ja nur drei Legionäre erlaubt. Aber diese Admira hat noch nicht ganz aufgegeben. Aber für Rapid droht sich ein weiterer kleiner Rückschlag im Kampf um Platz 3 an. Morgen das Topspiel, auch Thema im Torkotore natürlich. Toni Polster, Roland Kirchler, Günter Benkel unter anderem im Studio zu Gast bei Martin Konrad ab 14 Uhr. Also das wird ein hochinteressanter Fußballnachmittag bei Premiere Austria. An eine hochinteressante Schlussphase, glaube ich, langsam nicht mehr. Vielleicht ein Energieanfall noch bei dem einen oder anderen Rapidler. Aber da fällt dem Meister wenig ein. Ira jetzt mit einer Viererabwehr, schon vorher gesagt, Bernhard Schachner rechts jetzt. Mitte Petzl und Horvath. Jetzt vielleicht Marek Kinzel an den Ball. Nein, Thomas Mandl hat aufgepasst. Grundsolide Leistung des Admira-Torhüters. Man ist bemüht auch, ihn zu halten, egal, auch wenn der Weg in die Red Sack erste Liga führen sollte. Wird nicht leicht sein. Für Thomas Mandl geht es ja auch doch um eine kleine Teamchance auch. Das ist über die Red Sack Liga sicherlich schwer zu realisieren. Aber zuletzt wirklich in ausgezeichneter Form der Admira-Tormann. Kavlak. Nachträglich auf Freistoß entschieden. Und die Zeit läuft gegen Rapid. Knapp 8 Minuten nur noch. Immer noch führt die Admira durch zwei Tore in der Anfangsviertelstunde mit 2:0. Weit aufgerückt und jetzt 2 gegen 1. Nino Bohle und Hoffmann. Jetzt müsste der Pass kommen. Er kommt zu spät. Er kommt zu spät. Ah, hätte er früher abgeben müssen, der Kroate. Fehlt auch schon ein bisschen die Kraft und damit auch die Konzentration vor dem Tor beim Kroaten. Sich völlig verausgabt. Ja, so eine Leistung hätte die Admira gegen Mattersburg gebraucht. Das war ein 6-Punkte-Spiel. Ob dieser Erfolg, und langsam bahnt sich hier wirklich ein voller Erfolg an gegen den Meister, auch etwas bringt in Richtung Klassenerhalt, das wird sich erst weisen. Auf jeden Fall braucht die Admira mehrere solche Leistungen, mehrere Überraschungen, um den Kampf gegen den Abstieg noch einmal spannend zu machen. Aka Gündüz. Marek Kinzel, das muss eigentlich ein Tor werden. Aber dem fehlt jegliche Abgebrühtheit im Abschluss, dem Marek Kinzel. Eieiei. Zweite ganz große Chance für den Tschechen und der Blick sagt mehr als 1000 Worte von Georg Zellhofer.
scheitert an Mandl. Schöner Pass von Burgstaller war es. Und gut herausgekommen von Mandl, aber ein Kinzel in Hochform macht hier den Anschlusstreffer und macht damit das Spiel noch einmal für ein paar Minuten spannend. So ist der Weg weiterhin zu einem Punktegewinn. Sehr, sehr weit. Ja, nur noch Markus Hieden sichert hinten ab. Rapid wirft alles nach vorne. Roman Kienast. Schwinden auch bei der Admira. Die Kräfte wird nicht mehr so genau gedeckt. Deswegen wird auch noch ein neuer Mann kommen bei den Südstädtern. Gabor Egressi in Kürze für Nino Pule, der ziemlich am Ende ist. Aber jetzt ist er noch einmal frei. Aber gut aufgepasst hat Thomas Burgstaller. Nächste Möglichkeit war das. Und jetzt wird der Wechsel vorgenommen. Da sehen wir noch einmal Kinzel auf Acker Gündüz. Aber im Abschluss auch äußerst unglücklich die Offensivkräfte Rapids. Und diese Offensivkraft hat alles gegeben und ist am Ende. Geht sicher gerne nach 87 Minuten. Der Ungar Gabor Egressi kommt für ihn. Damit hat auch die Admira das Austauschkontingent voll ausgeschöpft. 3 Minuten geht's noch. Es kann schnell gehen bei Rapid. Ein Erfolgserlebnis in einem der nächsten Spiele und dann läuft's vielleicht wieder, das Werke. Aber wie es im Moment aussieht, werden die grün-weißen Fans vor allem eines gebrauchen. Viel Geduld mit dieser neu formierten Rapid-Mannschaft in der Post-Hofmann- und Ivanschitz-Ära. Viel Geduld mit Georg Zellhofer und seinem Team. Gelbe Karte für Thomas Burgstaller nach diesem Foul an Michael Wagner. Und Georg Zellhofer selbst wird auch viel Geduld brauchen mit seiner Mannschaft. Den Meistertitel, den hat man längst abgehakt, aber es wird ganz schwer, das Basisziel zu erreichen, die Basisstation. Die heißt Platz 3, die heißt UEFA Cup. Admira spielt das relativ trocken nach Hause, wie es ausschaut. Reinhard Schachner mit guten Momenten. Als ein weiterer junger Mann aus Österreich, nämlich Erwin Hoffer. Aber so gut er den Ball mitgenommen hat, so schlecht hat er ihn weiter befördert. Gut durchgesetzt hat er sich da aber letztendlich vergeben. Die letzte Minute läuft. Die Admira macht 3 Punkte. Ob es 3 ganz wichtige sind, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber es ist zumindest eines klar, diese Mannschaft gibt sich noch nicht geschlagen. Diese Mannschaft gibt das Ziel Klassenerhalt noch nicht auf und will die Minimalchance nützen. Noch einmal kommen die Südstädter über Hoffer. Am kommenden Mittwoch, in 4 Tagen, stehen sich die beiden Mannschaften wieder gegenüber. Da heißt es dann Wiedergutmachung für Rapid.
3 Minuten werden noch nachgelegt. Die Admira, die zuletzt so heimschwach agiert hat, feiert den ersten Heimsieg in diesem Jahr gegen einen der Lieblingsgegner. Rapid bleibt die einzige Mannschaft, die in dieser Saison gegen die Admira nicht gewinnen kann, auch im dritten Spiel nicht. Nach 0:1 und 1:1 gibt es heute, wie es ausschaut, ein 0:2. Die 9. Niederlage bereits für die Hütteldorfer, schon mehr als in der gesamten Vorjahrssaison insgesamt. Das Heimspiel muss gewonnen werden, das ist klar, am kommenden Mittwoch, wenn Rapid nicht zu viel an Terrain verlieren will im Kampf um Platz 3. Da gibt es noch einmal eine Unterbrechung, weil Michi Wagner verletzt am Boden liegt, ist hier aufgelaufen und hat noch den Ellbogen in die Magengegend bekommen, den Ellbogen von Radek Bebel. Na, der hat sich heute auch richtig verausgabt, Michi Wagner, Hut ab. Hat Kämpferqualitäten gezeigt. Ein sehr kampfkräftiges Mittelfeld, auf das heute die Basis gelegt hat bei der Admira. Mit Panis, mit Wagner und außen auch stark Landal und auf der anderen Seite Thonhofer. Rapid nie wirklich gefährlich. Zwei große Chancen von Kinzel, das ist zu wenig. Der Marek Kinzel. Kämpft, rackert, grätscht. Aber seine Hauptaufgabe als Stürmer besteht halt im Tore schießen. Und diese Aufgabe hat er nicht erfüllt. Für meinen Geschmack war er ein bisschen zu oft hinten. Und jetzt ist der Ball plötzlich doch im Tor. Ja, gibt's das. Zu spät wohl. Mohamed Akagündüz in der 93. Minute, Sekunden vor dem vermeintlichen Abpfiff, verkürzt er auf 1:2. Schöner Kopfball. Einmal haben sie sich in einem Kopfballduell durchgesetzt. Nach Vorarbeit von Bebel verkürzt Mohamed Akagündüz, aber es war zu spät. Es war zu spät, um diesem Match noch eine Wende zu geben. Das war nur für die Statistik wichtig, sein 7. Saisontor, Mohamed Akagündüz. Die Enttäuschung bleibt die gleiche. Denn unterm Strich 0 Punkte für Rapid. Die Admira gewinnt mit 2:1. Die Lage ist weiterhin schwierig, aber nicht ganz hoffnungslos aus der Sicht von der Admira. Für Rapid heißt es jetzt alles zusammenraffen, was man hat an Reserven und am Mittwoch zurückschlagen. Das war's von hier aus der Südstadt. Eine kleine Überraschung war es doch. Die Admira gewinnt verdient mit 2:1 gegen Rapid. In der T-Mobile Bundesliga. Die Admira gewinnt gegen Rapid Wien mit 2:1. Liebherr GAK verliert gegen den FC Superfund mit 1:2 unentschieden. In Mattersburg 2:2 spielen die Burgenländer gegen den FC Wacker Tirol und Jos Korit bezwingt Puntigamer Sturm mit 2:0. In der Tabelle Austria gegen Salzburg, morgen der große Schlager und dann der FC Superfund. Jetzt 3 Punkte vor dem GAK und dann Rapid und Ried. Das war heute eine Runde für die Oberösterreicher. Absolut. Es war überhaupt eine sehr, sehr spannende Runde. Man sieht, dass es um viel geht und dementsprechend waren die Spiele spannend. Admira gegen Rapid, unser erstes Spiel heute in der Analyse. Und es gab die Überraschung in der Südstadt, mit der einige vielleicht sogar gerechnet haben. In der
Anfangsphase. In der vierten Spielminute bereits das 1:0 durch Nino Buhle, der Pass von Panis, der Steigelpass von Landal und die Rapid-Abwehr schläft. Ja, sie schläft, wie eigentlich die ganze erste Halbzeit. Da muss man sagen, dass die Admira eine sehr schöne Aktion gestartet hat. Landal macht das sehr schön und Buhle hat eigentlich sehr viel Glück, dass er den Ball im Tor unterbringt. Nach 11 Minuten war die Partie bereits entschieden, nach dem 2:0 durch Mahir Saglik. Eckball Nenad Bjelica, dann Michael Horvath per Kopf und Saglik ganz allein im Fünfer. Ja, wieder zwei schwerwiegende Fehler in der Abwehr. Da darf der Horvath den Kopfball nicht so klar gewinnen. Dann steht Saglik ganz alleine und er macht das wunderschön, übernimmt direkt. Und Bayer hat da keine Chance bei diesem Schuss. Aber wie war diese passive Vorstellung des Meisters vor allem in der Anfangsviertelstunde zu erklären? Die Admira hatte ja noch zwei, drei gute Möglichkeiten. Ja, erste Halbzeit komplett verschlafen. Nicht in die Zweikämpfe gegangen, Raumaufteilung war keine da. Also hat überhaupt nichts zusammengepasst. Und dementsprechend waren die Admiraner auch klar überlegen. Also sie haben die Rapidler sogar teilweise in die eigene Halbzeit gedrängt mit Vorchecking und das gibt schon zu denken. Das Tor am heutigen Abend in der Südstadt für Rapid, das ist erst in der Nachspielzeit gefallen durch Muhammed Akagündis und da war das Spiel bereits entschieden. Aber warum, Michael Kantl, erinnern Sie sich jetzt vielleicht an Ihre aktive Karriere einmal, tut sich Rapid in der Südstadt traditionell schwer? Ja, ich weiß es nicht warum, ja, aber ich glaube, dass das Spiel ganz anders verlaufen ist. Rapid hat überhaupt nichts dazu getan, um ins Spiel zu finden. Zweite Halbzeit war zwar mehr Bemühen zu sehen, aber das war trotzdem zu wenig. Die Admira ist zu biegen und Admira, muss man sagen, war wie ausgewechselt, das muss man auch dazu sagen. Aber warum es bei Rapid überhaupt nicht läuft, ich hoffe, es sagt uns der Trainer, es dürfte irgendwas nicht stimmen. Also man kann nicht sagen, dass das nur Basina ist, der fehlt. Ist natürlich ein wichtiger Mann, aber dass die Mannschaft so verunsichert ist, das hätte ich mir nicht gedacht. Wir wollen hören, was der Trainer sagt. Georg Zellhofer, genauso wie der Admira-Coach wie Hubert Baumgartner, jetzt live in der Südstadt bei Matthias Volkmann. Und bevor wir all diese Fragen klären, eine Personalie, Martin Hieden, nach einem ganz fürchterlichen Crash ausgeschieden. Georg Zellhofer, wissen Sie schon, wie es Ihrem Verteidiger geht? Nein, er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Eine schwere Kopfverletzung und wird mir nachher der Doktor die Nachricht geben. Heute war die Admira sehr engagiert. Sie waren ja auch Beobachter schon bei Admira gegen Mattersburg, wo die Admira sicher nicht die Leistung gebracht hat wie heute. Ich frage jetzt mal ganz banal, ist das Leben ungerecht? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe die Admira dreimal gesehen in Salzburg gegen Ried und gegen Mattersburg. Und heute war die Admira gegenüber dem Mattersburg-Spiel wie ausgewechselt. Aber das ist keine Ausrede für unsere Leistung. Das ist unter jeder Kritik. Ich muss mich hier wirklich schämen vor den Zuschauern und vor den Fans. Ich habe kein Problem damit, ich stelle mich gerne vor die Mannschaft, aber so ein Auftreten ist mir unverständlich. Es gibt keine Entschuldigung, weder dass es vielleicht Basina fehlt, dass jetzt 7-8-Spieler krank waren oder diese Woche nicht trainieren konnten. Das ist für mich unverständlich, dass man sich so auf dem Platz präsentiert. Man trägt das Rapid-Dress, das sollte man mit Stolz tragen, aber wir haben es natürlich in den Dreck geworfen. Also mir bleibt hier wirklich nichts mehr übrig, als mich dafür zu entschuldigen, aber so eine Leistung abzuliefern ist unter jeder Kritik. Georg Zellhofer am Boden zerstört, Hubert Baumgartner, bei der Admira ist es wieder bergauf gegangen. Einmal hopp, dann wieder flott. Dann erklären Sie uns Ihre Admira-Fußballwelt, wie gibt es das? Naja, ich sehe das nicht so, dass einmal hopp und einmal flop ist. Wir haben jetzt 5 Spiele gespielt, wir haben davon 3 gewonnen, 2 auswärts, 1 in Salzburg, 1 in Basching, jetzt zu Hause gegen Rapid. Ein Spiel haben wir unentschieden gespielt und ein Spiel haben wir eben verbessert, das war eben das Wichtige gegen Mattersburg. Ich kann mir auch nicht erklären, dass wir gerade in diesem Spiel so lax waren oder einfach nicht am Platz waren, aber wir haben heute wieder einiges gut gemacht und ich bin stolz auf meine Mannschaft heute und vor allem, sie hat gekämpft und sie hat sich selbst wieder beim Schopf gebracht und das nicht so vorausgezogen. Ein Unterschied zur Mattersburg-Partie war zum Beispiel Jürgen Panis, der heute dabei war und auch eine sehr gute Partie gespielt hat. Könnte das eine Erklärung sein, auch für die Leistungssteigerung der gesamten Mannschaft? Na sicherlich, Jürgen Panis ist für uns immens wichtig im zentralen Mittelfeld.
Aber wir haben heute auch einige Ausfälle gehabt, so wie Bascha Zadeh, dann Tommy Flegel, Osojnik ist auch noch krank geworden. Und wir haben heute eigentlich mit einer ganz neuen Verteidigung gespielt und die hat sich hervorragend geschlagen. Und vor allem, es waren wieder vier junge Spieler auf dem Platz, die eben gezeigt haben, dass wir mit denen in der Zukunft rechnen können. Georg Zellhofer, Sie haben schon sehr deutliche Worte gefunden. In der Vorberichterstattung ist auch immer wieder das Wort gefallen, Klima bei Rapid, das war schon mal besser. Dieses Mannschaftsklima in Ihrer Mannschaft, wie viel Sorgen macht Ihnen das denn derzeit? Macht die ganze Situation Sorgen. Einige Herrschaften träumen noch von der Champions League und das ist vorbei. Es war schon im Herbst phasenweise, dass die Mannschaft auch dort schon Spiele verloren hat, Meisterschaftsspiele, wichtige Spiele zu Hause. Und einige haben das vielleicht in ihren Köpfen noch nicht realisiert, dass das der Alltag wieder hier ist, aber man kann sich nicht so präsentieren hier. Das ist für mich unverständlich. Fußball ist ein Laufsport, ein Zweikampfsport. Man appelliert die ganze Woche daran an die Mannschaft, man versucht da hinzuarbeiten, aber mit dem Spiel alleine kann man nicht gewinnen. Und auch in dieser Zeit, wo es sich Rapid befindet, muss man wirklich radikal umdenken. Wie froh sind Sie, dass man gleich Admira wieder als Spielgegner hat, dass man sich gleich rehabilitieren kann? Wenn ich denke, dass wir kein Spiel in den Füßen hatten normal und der Admira spielte gegen Mattersburg, gibt mir das wirklich zu denken. Sie waren heute trotzdem einfach laufstärker und aggressiver und wollten diesen Sieg. Wir haben jetzt die Chance, am Mittwoch wieder das gut zu machen. Es wird an jeden Einzelnen. Ich glaube, man braucht jetzt nicht viel diskutieren darüber. Sie haben am Mittwoch jetzt die Chance, die Antwort am Platz zu geben und da hilft ihnen wirklich keiner. Wir müssen uns wirklich selber aus dem Dreck ziehen. Hier eine Schuldzuweisung in irgendwelche Richtung zu geben, wäre, glaube ich, jetzt der falsche Weg. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Ich bedanke mich bei beiden Herren und gebe aus der Südstadt zurück. Dankeschön. Harte Worte von Rapid-Trainer Georg Zellhofer. Ja, Michael Konsel, was muss beim Meister passieren? Was muss passieren? Der Kahn ist verfahren. Es sind alle gefordert, nicht nur der Trainer. Jeder einzelne Spieler, glaube ich, ist gefordert. Wie man schon gehört hat, diese Schuldzuweisungen, die muss man einfach streichen. Man muss zusammenrücken, man muss wieder eine Einheit werden. Sonst schaut es schlecht aus, weil nur eine Mannschaft, wenn sie eine ist und so auftritt, dann kann man erfolgreich sein. Aber was ist aus Ihrer Sicht der Hauptgrund für diese desolate Vorstellung heute in der Südstadt? Na, ich glaube, dass die Gesamtsituation, man kann nicht sagen, dass das jetzt vielleicht ein ganz miserabler Tag war, das kommt natürlich auch vor im Fußball, aber ich glaube, dass, so wie man es zu Beginn gesehen hat bei den Interviews, dass da einfach der Wurm drinnen ist in der Stimmung. Da ist irgendwas passiert, was wir natürlich von außen nicht genau wissen, aber ich weiß nur, wenn so Unruhen drinnen sind und jeder gibt praktisch Schuldzuweisungen, jeder, also es nimmt keiner Eigenverantwortung und schaut nicht auf sich selber, dann geht das meistens nach hinten los und man findet dann nicht mehr zusammen. Dann geht es nur mehr über Gespräche und dass jeder auf sich schaut und dass das Endziel vor Augen ist einfach.